Ich zeige dir heute, wie du Neukunden über Meta-Ads in deinen Online-Shop bekommst. Du hast dir vielleicht schon ein paar andere Videos von mir angeschaut und hast Kampagnen umgesetzt und hast jetzt deine ersten Umsätze in deinen Online-Shop bekommen. Jetzt ist aber so, wenn du neue Kampagnen bei Meta erstellst, ist es höchstwahrscheinlich so, dass bereits Bestandskunden durch diese Anzeigen angesprochen werden, weil Meta ja bereits Daten hat, dass diese Personen schon über die Anzeige in deinem Online-Shop gekauft haben. Ich zeige dir jetzt eine Strategie, wie du das umgehen kannst und wirklich Neukunden ansprichst, die in deinem Online-Shop dann bestellen. Ich bin jetzt hier Meta Ads Manager in einem Account von einem unserer Kunden, deshalb ist hier auch alles geblurrt und geht es hier bei den Kampagnen auf Erstellen. Wir legen als Kampagnen zieht natürlich Umsatz aus, wir wollen ja unsere Produkte verkaufen und Online-Shop-Verkäufe generieren und wähle jetzt dann hier die Advantage Plus Shopping Kampagne aus, die dir den meisten Umsatz in deinen Online-Shop bringt. Hier bei Kategorien musst du nichts auswählen, weil du ja in keine von diesen Kategorien fällst. Als Conversion-Ort wähle ich natürlich die Website aus. Hier wählst du dann deinen Pixel aus, das ist bei dir auch ausgeblurrt. Den Rest hier kannst du erstmal ignorieren. Genauso wie Standort der Zielgruppe wählst du eben auch deinen Standort hier aus, den du in deinem Werbekonto hinterlegt hast. Jetzt geht es aber hier um das Thema Bestandskundschaft. Du kannst nämlich hier im Budget einen Budgetgrenzwert für deine Bestandskunden festlegen. Den Haken wähle ich jetzt hier mal aus und sage jetzt hier einfach 0%. Dann sagt hier auch der Anzeigen Manager, wir versuchen nicht mehr als 0 Euro für deine Bestandskunden auszugeben. Wir haben festgestellt, dass über 98% unserer Zuschauer den Kanal noch nicht abonniert haben. Deshalb abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. So, wie kannst du jetzt deine Bestandskunden definieren? In deinem Werbekonto-Setup. Das öffne ich jetzt hier einfach mal. So, und das siehst du hier rechts bei Advantage Plus Shopping-Kampagnen. Bestandskunden habe ich hier schon was vordefiniert, nämlich eine Custom Audience mit Käufer der letzten 180 Tagen. Das erstellen wir jetzt einfach mal selbst nochmal gemeinsam. Das heißt, ich lösche das hier raus und klicke hier auf Neue erstellen. Dann kommt hier das Fenster, wähle eine Quelle für eine Custom Audience aus. Hierfür nehme ich meine Website, klicke auf Weiter. Hier wählst du dein Pixel aus, sage jetzt hier als Event Purchase, das heißt alle Käufer, und 180 Tage. Jetzt siehst du bei Retention maximale Dauer 180 Tage und das geben wir hier jetzt auch ein. Name der Zielgruppe sagen wir jetzt einfach Käufer 180 Tage. Genau. Und Zielgruppe erstellen. Und jetzt ist sie hier auch schon hinterlegt. Das heißt, alle Käufer, die Meta getrackt hat über das Pixel, werden jetzt für deine Anzeigen ausgeschlossen. Ich nehme das Video jetzt gerade im Februar auf. Das heißt, in den letzten 180 Tagen ist auch noch dein November, Dezember und Januar drin. Das heißt, höchstwahrscheinlich die Zeit, wo die meisten Verkäufe in einem Online-Shop stattgefunden haben. Und das heißt, diese Personen werden dann in diesen Anzeigen ausgeschlossen und du kannst wirklich nur Neukunden für deinen Online-Shop definieren. Das heißt, ich gehe jetzt mal wieder hier zurück und bin jetzt hier wirklich bei Budgetgrenzwert für Bestandskunden. Den Haken gesetzt und sage hier 0%. Es ist nicht ganz sicher, dass nur Neukunden angesprochen werden, aber du kannst es dem Sinne den Algorithmus ein bisschen austricksen und ihm sagen, okay, fokussiere dich jetzt wirklich nur auf Neukunden, nicht auf die Leute, die in den letzten 180 Tagen beim Online-Shop gekauft haben. Du kannst es dann hier einfach weiterklicken und kannst dann deine Werbeanzeige erstellen und sie online nehmen und dann kriegst du auch die Neukunden in deinen Online-Shop rein. Falls wir dich im Social-Media-Marketing oder allgemein im Online-Marketing unterstützen können, schau gerne mal hier unten auf unsere Website. Wir helfen dir da gerne weiter. Du findest jetzt hier noch ein weiteres Video zu Advantage Plus Shopping Kampagnen auf Meta. Hier zeige ich dir, wie du eine funktionierende Kampagne aufsetzt. Ansonsten bin ich raus.